Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ich teste wieder Smashburger. Ich suche den besten Smashburger in München. Heute hier. Also, ich kann drauf zeigen, aber das ist nicht der Laden, wo ich den Smashburger hole. Scheint tagsüber zuzuhaben. Und diese Smashburger-Leute benutzen wohl die Küche und hauen da über Lieferservice, über Volt ihre Burger raus. Sollen gut sein. Ich habe viele Empfehlungen bekommen. Ich bin sehr gespannt. Aber du kannst ja nicht vor Ort essen und das Wetter ist nicht ideal für dieses Video. Ich scout gerade so die Gegend. Irgendwas, was ein Dach hat, wo ich essen kann. Ich muss ja relativ frisch und schnell und heiß essen. Sonst wäre es ja unfair, wenn ich sie jetzt bis nach Hause, dann ist es schon kalt und so. Aber hier sieht gut aus. Wenn ich jetzt auch hier irgendwo Kamera unterstellen kann, dann perfekt. Ja, das ist der Struggle, das ist behind the scenes, Leute. Oh, perfekt, oder? Das ist es, Leute. Perfekter Spot. Da kann ich mein Stativ aufstellen. Dann seid ihr ungefähr auf Gesichtshöhe, überdacht. Leute, Problem gelöst. Also, ich stehe hier zum Abholen. Und da ist halt der Besitzer rausgekommen, der diese ganze Aktion da durchführt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Er kennt mich von Instagram, TikTok und so. So, Leute, wir haben was gefunden. Eigentlich ist es ja eine Ghost Kitchen, aber als ich abholen wollte, war der Besitzer, der das Ganze hier schmeißt. Draußen eine rauchen, dann haben wir ein bisschen gequatscht. Er hat mich von TikTok, Instagram erkannt, er meinte, ja, Digga, ist vor Ort. Ja, wir haben ein bisschen gequatscht, was er alles erzählt hat, erzähle ich euch danach. Ne? Kuss geht auch raus an Tati, schreibt gerne unten in die Kommentare, Kuss raus an Tati. Er hat jetzt sein viertes Kind bekommen, Elternurlaub sozusagen, den werdet ihr eine Weile nicht sehen. Die Smash-Soße? Die Smash-Soße. Pommes ist so geil. Ich mag die so fleischig, wisst ihr? Trotzdem noch knusprig. Aber das lief was. Das ist eine Ghost Kitchen hier. Wir haben schon ein bisschen gequatscht. Die Leute beschweren sich halt wegen Bestellung und so. Weil bei Bestellung gibt es immer Probleme. Die haben halt das Potenzial, sehr lapprig zu werden bei Bestellung. Aber so ist top. Ich habe ein Classic und ein OG. Junge. Der Rand ist der beste, den ich bisher in München hatte. Das ist richtiger Smashburger-Rand. Schaut mal. Schau doch an Tati, ich teste die Gurke. Ich kann nicht sagen, der kann was. Der kann was. Ich fühle mich leicht beobachtet hier. So, nochmal von nah, Leute. Also auf jeden Fall Kruste, die heftigste bisher. Boah. Das Brot ist auch geil. So, der hat Tomate und Salat. Kann ich sagen, safe Top 3, wahrscheinlich Top 2, vielleicht 1. Boah, das ist echt eine Sauerei, das ist ein Dirty Burger.
weiß nicht, ob es so krass rüberkommt auf der Kamera. Aber der ist heftig, Mann. Guter Fleischgeschmack geht nicht unter, trotz der ganzen Soßen. Boah, ab noch halb, Mann. Hätte ich einen Laden, könnte ich ja nochmal ganz anders abliefern. Ja. Da bei mir ist es ja schwieriger, ich bin ja nicht darauf konzentriert. Ich bin ja hier drauf konzentriert. Achso, der Laden könnt ihr auch? Ja, ja. Ah, okay. Der öffnet erst um 5. Ah. Und mir war langweilig. Achso. Da habe ich das erstmal mittags gestartet, bis 19 Uhr, bevor das Abendgeschäft beginnt. Und dann haben wir das hingekriegt, dass wir abends auch weitermachen. Türkisch und Perfekt. Perfekt war ja so. Damals wusste man nicht, wann haben die Burger. Ja, genau, genau, genau. Perfekt soll echt krass sein, habe ich selber noch nicht gegessen, soll echt krass sein. Der Notarfik machst du da? Ja. Der soll auch super sein. Der soll auch super sein, aber am Arsch der Welt. Ich, ja. Genau so einen Laden würde ich halt jetzt finden. Aber geil mit der Stadt. Wie ist die Soße? Die smashed Soße? Die ist geil. Die ist geil zu den Pommes, ne? Auf jeden Fall. Ich bin voll. Pommes packe ich gar nicht mehr. Und was mich fasziniert, also auf jeden Fall gut, dass wir die heiß und frisch gegessen haben. Ich kann mir das Lieferservice gar nicht vorstellen. Weil das Brot ist ja so geil. Aber es wird ja auch irgendwann weich und matschig. Also ich hoffe, dass der Kollege hier eine gute Location findet, damit man halt den vor Ort genießen kann. Und das ist jetzt nur sein Zeithassel, Mann. So, Fazit zum Burger. Der war extrem schmackhaft. Mit einem geilen, gesmashten Rand. So einen Rand hatte ich in München noch nie. Ist anders zur bisherigen Nummer 1, Fairfax. Ist mega schwierig, die zu unterscheiden und zu stufen hier. Ich weiß nicht, wie Holt das macht. Weil ich fand beide gut auf ihre eigene Art und Weise. Besitzer auch, sehr sympathisch. Bisschen arrogant, aber auf eine gute Art arrogant. Der meinte, er war irgendwie einem Kollegen aushelfen in Bielefeld. Der hat da irgendwie so eine sehr bekannte Burgerkette in Bielefeld. Hat sich das mal angeschaut. Der meinte, Digga, voll easy. Mach ich das auch in München, weil München echt schwach ist. Und er meinte so, ich weiß nicht, warum sich die ganzen Münchner beschweren. Smashburger machen ist doch voll einfach und so. Er hat das Konzept irgendwie in der Woche rausgehauen. Mit Menü und so, und ihm gehört ja der andere Laden, hat das dann gestartet einfach so mittags, und dann ja, ist es so gut gelaufen, dass die jetzt das auch abends parallel zum anderen Restaurant anbieten, was halt schon krass ist, weil wenn dann beides abgeht, und ja, jetzt sucht er eine Location, aber das ist halt das Hauptproblem, und das ist halt auch der Unterschied, ich habe den frisch vor Ort gegessen, und sonst ist es ja einfach nur Lieferservice, oder du holst es ab und isst es dann irgendwo draußen, was im Sommer aber kein Problem sein sollte. Aber super fresh ist natürlich nochmal saftiger als Lieferservice. Deswegen, Münchner, falls ihr den testet, dann wird es vielleicht ein wenig anders schmecken. Aber hier meine Rangliste. Ich habe den auf Nummer 1 geteilt getan mit Fairfax 9,5 in Klammern vor Ort gegessen. Und Fat Butcher Uncle Smash mit 9,0 fallen 1 runter. Die liegen so nah aufeinander. Kommt auf Tagesperformance und Kleinigkeiten an. Persönliche Vorlieben. Das war's von mir, Leute. Ich mache heute ein bisschen her mit ein paar Leuten. Läuft aber bisher nicht so gut. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business. Ich fahre vielleicht nach Berlin.